Also, wie heißt es nochmal? Offenbar, ne? Offenbar. Ich mache heute mal wieder ein Homestage-Review und zwar von der Offenbar in Neukölln und in der neuen Location. Muss auch hingucken. Und zwar mit den Nielsen und... Ach, hier. Das heißt mit der Bahn zu fahren. Das ist immer so anstrengend. Nice to meet you. Hi, ich bin Lela. Hallo. Hallo. My name is Lela. Ich bin Dario. Ja, ich war der Besitzer von Offenbar. Okay. Und jetzt, ich mache Offenbar in Exile. Okay. So, wie komme ich jetzt hier dazu zu spielen? Immer die Policy war immer so online anmelden. Weil wir wollten gerne die Musikqualität checken. 50% die Musiker sind gut und 50% sind... Das letzte Mal, als ich in der Offenbar war, das war ja noch woanders. Warum seid ihr jetzt hier? Ja, Offenbar ist leider geschlossen seit Juni. Mit ein Jahr haben wir Kopfhörer benutzt. Mhm. Das war Silent Concert. Ja, das Matchen der Hüberwund. So, hat sehr... Mal Beschwerde. Und ihr habt jetzt das neue Konzept mit den Silent Concerts. Erzähl mir doch kurz, was das ist. Eigentlich ist es Silent Disco, normalerweise. Aber ich benutze für Silent Concerts. Die Kopfhörer ist lustig, weil du kannst draußen bleiben oder zu Toiletten gehen und dort weiter Ohren. Eigentlich gefällt mir sehr. Ich glaube, in Berlin es gibt alles sehr, sehr schwer, eine neue Idee. Ja, als du mir gesagt hast, ihr macht das mit den Kopfhörern, habe ich mich auch gefreut, weil ich dachte, dann ist der Sound einfach auch gut. Nothing really went as I planned. All that I had, oh, it seems to have slipped out of my head. Und wie fandst du's? War cool, gute Musiker dabei. Sehr abwechslungsreich. Und würdest du wieder hingehen? Ja. Wir auch, ne, Nini? So, Kinders, ich bin jetzt zurück aus der Offenbar, beziehungsweise aus der Open Mic. Es ist nicht mehr, wo das vorher war in Neukölln, die Offenbar. Die mussten raus aus ihrer Location leider und sind jetzt in einer anderen Location. Das schreibe ich euch dann gleich nochmal, weil ich mich jetzt gar nicht erinnern kann. Das war so gewesen, als ich nach Berlin gekommen bin, ziemlich am Anfang, bin ich schon mal in die Offenbar gegangen und wollte einfach halt Open Mic, ne? Leider ist es in Berlin halt so, dass viele Open Mics eigentlich keine Open Mics sind, sondern halt einfach, wo sich Künstler einfach ankündigen, einfach die Qualität von der Musik hochgehalten werden soll. Was ja auch cool ist irgendwie. Ich finde es manchmal trotzdem ein bisschen schade, dass man halt nicht spontan irgendwo hingehen kann, wenn es einem einfällt oft. Ja, ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall, die Offenbar, beziehungsweise die Open Mic, ist mega, mega schön gewesen heute. Die haben ein ganz spezielles Konzept. Die haben im Prinzip diese Kopfhörer, die es bei so Silent Discos gibt. Und es hat irgendwie den Effekt, dass du dich irgendwie ein bisschen wie im Studio fühlst, aber auf eine positive Art so. Und dass natürlich alle die aufhaben und deswegen auch keiner redet. Und selbst wenn jemand redet, dann hörst du das nicht, weil du bist so ganz so drin in der Musik von demjenigen, der gerade spielt. Das fand ich eigentlich mega das Plus, obwohl es ein bisschen, das kennst du jetzt ja so eigentlich nicht. Aber es hat eigentlich total Spaß gemacht. Und es waren auch alle Leute sehr nett und man muss auch sagen, die Musik war sehr gut. Also das sage ich ja auch nicht so oft. Und es hat mir sehr gut gefallen. Es wird nicht geraucht. Es gibt einfach ein Mikro und dann hast du deine Kopfhörer auf und hast einen mega schönen Sound. Es ist ein kleiner Raum. Es sind nicht so viele Leute, die reinpassen, aber es ist halt übertrieben schön. Und ich glaube, alle Leute, die hinkommen, wissen auch genau, warum sie hinkommen. Und ich kann es nur sehr empfehlen und ich werde auch selbst auf jeden Fall noch des Öfteren hingehen. Dann war das jetzt mal wieder ein Open Stage Review. Jo, dann bis bald und tschüss.